Guten Morgen! Heute ist Tag 3 unserer Detox-Kur und ich fühle mich gut. Also ich hoffe, ihr auch, aber ich spüre trotzdem auch die Umstellung auf nur Obst und Gemüse. Es ist schon ziemlich kräftezehrend, muss ich sagen. Und wenn ihr mitmacht, geht es euch bestimmt auch so. Aber wir halten zusammen durch und machen weiter. Weil heute machen wir zum Frühstück einen leckeren Smoothie, der wie unser heutiger Tag unter dem Stichwort Superfood steht. Und für den heutigen Smoothie verwende ich das Superfood Blaubeere, das neben vielen Antioxidantien auch eurem Gehirn auf die Sprünge hilft. Für diesen Smoothie benötigen wir 150 Gramm jungen Blattspinat und 200 Gramm Blaubeeren. Ich habe mich für die gefrorene Variante entschieden, da es mir einen zusätzlichen Frische-Kick gibt. Außerdem brauchen wir 500 Milliliter Wasser. Wenn wir etwas weniger Wasser nehmen, können wir übrigens daraus auch einen leckeren Pudding machen. Zudem kommen in unseren fruchtigen Smoothie zwei große reife Bananen. Und für ein tolles Aroma nehmen wir noch etwas Vanillepulver. Nun befüllen wir unseren Mixer mit Wasser, dem gewaschenen Spinat und den gefrorenen Blaubeeren. Der hohe Vitamin-E-Gehalt stattet die Beeren mit einer antioxidativen Wirkung aus, die die Gefahr von Herz- und Gefäßkrankheiten vermindert und den Alterungsprozess des Körpers verlangsamt. Blaubeeren haben neben einem hohen Vitamin-C-Gehalt auch viel Vitamin A, das die Sehkraft unterstützt. Außerdem sind die Beeren einfach unglaublich lecker. Jetzt geben wir nur noch die Banane und das Vanillearoma dazu und pürieren alles mitsamt Liebe und Freude zu einem leckeren Smoothie zusammen. Also mein Smoothie schmeckt wirklich wie im Himmel. Und wenn eure das auch tut, das freut mich. Aber wir kommen jetzt erstmal zu unserem Gewinnspiel, bevor wir unseren Smoothie leeren. Weil heute gibt es natürlich wieder was zu gewinnen, und zwar das Buch Superfoods. Wie ihr das gewinnt, verrate ich euch jetzt. Ihr geht einfach auf unsere Schirner Facebook-Seite und verratet mir unter diesem Video, welches euer Lieblings-Superfood ist. Viel Glück! Freut ihr euch auch schon auf den morgigen Smoothie? Diese Zutaten braucht ihr dafür: 200 bis 250 Gramm Feldsalat, 5 bis 6 reife, weiche Aprikosen, 1 bis 4 Teelöffel Manuka-Honig, eine Vanilleschote und nach Geschmack 2 Teelöffel Okinawa Omega-Öl, zum Beispiel Happy Delight, und 750 Milliliter Wasser. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und bis dahin viel Erfolg! Ihr habt den Detox-Start verpasst? Kein Problem. Klick einfach auf das erste Video und leg los!